Luke, wie war die Rückkehr auf den Betzenberg bei deinem Ex-Verein heute für dich? Ja, es hat Spaß gemacht. Also es war ein intensives Drittligaspiel. Wir haben viel richtig gemacht, bis auf vielleicht die letzten paar Prozent im letzten Drittel offensiv, haben wenig zugelassen und im Großen und Ganzen war es schon so, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Spielverlauf aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, dass wir gut reingekommen sind, auch in den Zweikämpfen präsent waren. Nur offensiv, wie gesagt, das letzte Fortune gefehlt hat. Wir müssen halt in der ersten Halbzeit schon die Situation, wo wir auf der Linie geklärt wird, müssen wir halt ein Tor machen. Jetzt gerade zum Schluss. Und Lautern hat eigentlich, ich glaube, nur den Freistoß, der richtig gefährlich wird. Und Kolle den seitlichen Freistoß, den Kopfball noch rausholt. Ja, und insgesamt hatten wir schon das Gefühl, dass wir besser sind und auch hätten 3 Punkte mitnehmen können. Klar, wenn man in Lautern was holt, dann muss man eigentlich zufrieden sein. Aber jetzt direkt nach dem Spiel hätte ich auch gern 3 gehabt. Du sprichst die Chancen und den möglichen 3 an. Ich sagte es gerade schon zu Max. Von außen hatte man das Gefühl, dass jetzt unabhängig von den Spielanteilen, von den klareren Chancen, wir eigentlich mehr hatten. Gerade auch, wenn man die zum Beispiel Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit sieht. Ja, absolut. Es war eigentlich genauso, wie wir es gedacht haben. Lautern hat individuelle Qualität und wir haben dann auch phasenweise den Weimar gut laufen gelassen, aber sie wurden halt nicht gefährlich, weil wir einfach gut verteidigt haben. Und darüber hinaus wollten wir dann in Offensivaktionen kommen und es ist größtenteils auch echt gut aufgegangen. Und von daher fahren wir jetzt auch mit einem guten Gefühl nach Hause. Du sprichst das gute Gefühl an, heute in einem WM-Stadion zu spielen vor 16.000 Zuschauern und das auch mit für unsere Verhältnisse beachtlichem Fansupport. Wie war das heute so aus deiner Sicht? Ja, es sind immer wieder besondere Dinge, klar, in so einem Stadion. Ich habe selber hier jahrelang gespielt, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist einfach Erlebnisse als Fußballer, die nimmst du einfach gerne mit. Und auf dem Platz merkst du es zwar nicht, jetzt nach dem Spiel, klar, wenn dann auf einmal so ein Pfeifkonzert aufkommt, was auch ein Zeichen dafür ist, dass wir es gut gemacht haben. Ist was Besonderes und das hat, glaube ich, jedem heute Spaß gemacht. Täuscht der Eindruck oder tut sich die Mannschaft derzeit auswärts leichter als zu Hause? Das kann schon sein, aber das haben wir jetzt noch nicht thematisiert und ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von irgendwelchen Statistiken. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob wir zu Hause oder auswärts mehr Punkte geholt hätten, weil wir jedes Spiel da einfach immer gleich angehen. Wir bereiten uns auf den Gegner vor, egal ob es auswärts oder daheim ist. Und von daher, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Dann wollen wir wohl im nächsten Heimspiel mal 3 Punkte holen, damit es wieder ausgeglichener ist. Dankeschön. Bitte.